Die Salzburg AG arbeitet mit Hochdruck an der Energiewende und setzt sich somit für mehr Unabhängigkeit in der Energieerzeugung im Bundesland Salzburg ein. Der nächste Schritt in diese Richtung ist die Windenergie. An sogenannten Vorrangzonen wird im Bundesland Salzburg geprüft, ob sich hier in naher Zukunft erste Windräder drehen können. Wenn wir eine Potenzialfläche gefunden haben, wo wir glauben, dass der Wind gut sein kann, dann machen wir Windmessungen, weil ohne Wind keine Windenergie. Und deswegen müssen wir die Ressource Wind perfekt vermessen. Und da gibt es eine Norm und an die Norm halten wir uns. Und in Salzburg ist es so, dass wir immer im komplexen Gelände sind. Und dann brauchen wir immer eine Mastmessung. Und auf dem Windmessmasten gibt es dann in unterschiedlichen Höhen Windmessgeräte. Und die sagen uns dann, wie stark der Wind ist und welche Qualitäten er hat. Zur Überbrückung erzeugungsschwacher Monate bei Wasserkraft und Photovoltaik im Winter und für mehr Unabhängigkeit soll Windkraft nun genutzt werden. Aktuell laufen in Salzburg mehrere Windmessanlagen. Konkret stehen gerade 3 Mastmessungen und mehrere kleine Messungen, so indikative Windmessungen. Mit einigen Messungen wie am Lehmberg sind wir zum Beispiel sehr zufrieden. Da möchten wir unbedingt dann weitergehen. Dann gibt es wiederum Standorte, wo die Vorabschätzung leider zu optimistisch war und wir dann Projekte einfach auch weiter überlegen müssen, ob es trotzdem möglich ist, aber wenn der Wind nicht so super ist. Oder es gibt da Projekte, die wir tatsächlich absagen müssen, weil einfach der Wind nicht in dem Umfang da ist, wie wir ihn brauchen. Von der Grundstückssicherung über die Potenzialerhebung und Planung bis hin zu juristischen Verfahren und Bewilligungen. Ein spannender und abwechslungsreicher Arbeitsalltag ist hier garantiert. Ich würde meinen Job auf alle Fälle weiterempfehlen. Was mir besonders Spaß macht, ist die Vielfältigkeit und dass ich erneuerbare Energien umsetzen darf. Das Spannende an den erneuerbaren Energien ist nämlich, dass sie flächig verfügbar sind. Und anders als unser fossiler Sockel, Öl, Kohle und Gas, der ist sehr konzentriert verfügbar und da gibt es nur wenige, die diese Ressourcen besitzen und verteilen. Und bei den erneuerbaren Energien ist es so, dass sie flächig auf dem ganzen Globus verfügbar sind und auf die Art und Weise überall, wo das naturräumliche Energiepotenzial da ist, Energie erzeugt werden kann. Das ist die Energieversorgung bringt sie in die Fläche und demokratisiert sie und das motiviert mich extrem. Wenn auch Sie Interesse an einem Job in der Salzburg AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.